Elisabeth und ich haben sich dieses Mal in eine neue Dimension der Mobilität begeben. Ziel der Reise war das Autohaus Toyota Frei. Dort steht die Zukunft schon im Schaufenster und nennt sich schlichtweg Hybrid. Eine Technologie, die den Automarkt bereits revolutioniert hat und obendrein fast schadstofffrei die Umwelt schont. Was unterscheidet denn jetzt Hybridautos von herkömmlichen Diesel- oder Benzinmodellen? Grundsätzlich haben Hybridautos zwei Antriebsquellen. In dem Fall bei Toyota Benziner und Elektro, und die unterstützen sie halt gegenseitig. Wobei die anderen halt nur eine Antriebsquelle haben. Es ist relativ einfach aufgebaut und ganz einfach, also die Leute haben oft einmal Angst schon vom Elektromotor in Bezug jetzt zum Auto. Wenn man es aber anspricht drauf, dass jeder daheim eigentlich sehr viel Sachen hat mit Elektromotor, nehmen wir nur einmal die Waschmaschine her, da wird auch alles andere kaputt, aber nur nicht der Elektromotor, und genauso ist es eigentlich auch beim Auto. Also es ist eine sehr einfache Technik und es fallen sogar viele Bauteile weg. Ich nehme einmal einen Starter her, eine Lichtmaschine und so weiter. Also das sind Bauteile, die was dadurch gar nicht mehr kaputt werden können. Man merkt gar nichts von der Technik. Es gibt weder im Kofferraum Einschränkungen, aber wenn man sich einsetzt, schaut aus wie jedes herkömmliche Automobil. Wo ist denn dann der Unterschied beim Fahren? Beim Fahren ist es extrem ruhig und entspannt. Durch das, dass ich die Elektrounterstützung habe, merke ich beim Wegfahren eigentlich kaum was. Es ist ein sehr ruhiges, entspanntes Fahren, aber trotzdem kraftvoll. Das heißt, wenn ich die Power brauche beim Wegfahren, Ampel zu Ampel zum Beispiel oder beim Überholvorgang, habe ich immer wieder die Unterstützung auch vom Elektromotor. Einfach auch das Auftanken. Stecker rein und warten, bis der Akku geladen ist. Deshalb findet diese Technik bei Toyota Frei richtig Anklang. Mittlerweile gibt es eine große Palette bei Toyota natürlich. Und das fängt an beim ganz kleinen Yaris. Also ideal natürlich für einen Stadtverkehr, aber auch über Landstrecken. Ich habe keine Reichweiteneinschränkungen. Das ist vielleicht auch der große Vorteil. Beim Hybrid habe ich die Vorteile aus zwei Welten zusammengefasst. Das heißt, da habe ich diese Reichweiteneinschränkungen nicht. Das heißt, ich kann mit jedem Hybrid eigentlich so lang fahren, was ich eigentlich will. Und ich brauche ihn auch nicht auf der Steckdose jetzt anhängen. Auch im hochpreisigen Sektor lässt sich Hybrid gut umsetzen. Wir haben da noch das GS-Modell. GS ist diese doch Luxus-Limousinen-Baureihe. Es geht dann noch hoch bis zum LS. Absoluter Trendliner in der Richtung. Und natürlich auch in der SUV-Klasse mit dem RX. Also es ist etwas höher gestelltes Auto, aber genauso eben mit Hybridantrieb dann auch. Besonders interessant sind daher spezielle Informationstage, die einen guten Einblick in die Materie schaffen. Deshalb hat Toyota Frei in Grenzfurt gleich einmal die Bonustage ausgeschrieben. Grundsätzlich gibt es jedes Jahr solche Bonus- oder Hybridwochen. Wir haben es voriges Jahr im Herbst auch gehabt. Wir sind natürlich erpicht, dass wir den Kunden diese Hybridtechnik ein bisschen schmackhaft machen und dass diese Scheu vielleicht, die was manche noch haben, auch verloren geht. Jetzt haben wir tolle Angebote wieder bei allen Hybridmodellen, diese Drittelfinanzierung, das heißt, nebenher einen Preis von 12.000 Euro dividiert durch 3 ist unser Wegfahrpreis. Nach dem ersten Jahr ein Drittel, nach dem zweiten Jahr ein Drittel. Das Auto gehört mir. Ohne Verzinsung 0% das Ganze. Für Elisabeth ist das der perfekte Anlass, das Hybridauto gleich einmal Probe zu fahren bzw. Probe mitzufahren. So, Elisabeth, wir fahren jetzt mit dem neuen Auris Touring Sport einmal eine kleine Runde. Bevor er jedoch gestartet wird, gibt es noch ein paar technische Details. Wie du siehst, Hybrid jetzt, der hat diese zwei Antriebskomponenten und es ist Automatikfahrzeug. Da auf dem Energiemonitor sehe ich dann, wie die Kraftflüsse laufen. Das heißt, ich habe da die Batterie einerseits, ich habe den Elektromotor und ich habe den Verbrennungsmotor. Da auf dem Display sehe dann dieses EV in grün aufleuchten, und sobald er in diesem EV-Modus unterwegs ist, heißt es, der Verbrennungsmotor ist nicht gestartet und er fährt rein nur elektrisch. Die Hybridflotte von Toyota Frei lässt also keine Wünsche offen. Es gibt keine Einschränkungen bei Komfort, Praxistauglichkeit oder Fahrspaß, und sie ermöglichen ein rein elektrisches, nahezu lautloses und absolut emissionsfreies Fahren. Und damit ist man den anderen einen Schritt oder besser gesagt eine Fahrzeuglänge voraus.